Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Randomizer auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und bevor ihr jetzt fragt, was mit den anderen Videos ist. Ja, die kommen eh noch. Aber das Problem ist, in einer Stunde kommen noch Freunde von uns besuchen und lesen ein paar Tage, weil ein bisschen schwierig aufzunehmen und so. Alles. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, habe ich mir gedacht, ich mache einen Randomizer, weil es einfacher ist. Und ja, jetzt mache ich das. So, was ist alles gerandomized? Alles. Das heißt, eigentlich ist das auch gerandomized. Key Sanity, Seashells, Dungeons, Miniboss. Also es ist wirklich alles gerandomized dieses Mal. Warum? Weil ich mich bereit dafür fühle und falls, denke ich mal, eine lustige Challenge sein wird. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich zuerst gehen soll. Ich geh mal da runter und schau, was dort alles ist. Die Kamera ist ein bisschen scheiße so. Ich könnte die so besiegen, aber warte, kann ich das? Nein, das geht nicht. Schau. Wäre auch so schön im Wald gewesen zu sein. Aber ich kann ja auch rundherum gehen, oder? Ja. Das wäre holen. Schlüssel für Kikern. Soll ich mir das eigentlich aufschreiben? Au. Vielleicht merke ich mir das ja, was ich tue. Kompass von Catfish. Ja, und es ist alles irgendwo. Klar. Rot. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Seed. Bevor ich jetzt halt wirklich irgendwas anderes aufnehme und das halt mache, habe ich mir gedacht, ich mache halt schnell das, weil es geht schneller und ist auch einfacher von war das nicht für die Fischfrage? Die Frage ist, soll man es markieren oder? Ah, da wird das ja alles angezeigt, was ich habe. Aber woher weiß ich, was was ist? Key für Festschrank. Schließt es da? Da kann ich sonst eh nichts machen. Hat das nicht dumm, dass ich wieder Bombe einsetze? Was ist mein Job? Muscheln für 200. Die ganze Runde brauche ich eh noch nicht gehen. Das wäre auch ein bisschen übertrieben, wenn es die ganze Runde gehen wird. 50 Rubinen. Ich werde zuerst aber
das da unten mit der Bombe aussprengen, bevor ich erst auf rechts irgendwas mache. Dann gehe ich nach rechts. Au. Erst. So. Ich hab die Bomben trotzdem weg, ich mach sie unnötig. Nur zum Schießen. So. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich Herzteile auch eintragen, aber das mache ich dann derzeit. Kein. Da brauche ich Pegasus-Stiefel. Da komme ich mit. Ich muss jetzt ganz genau. Ich muss halt jetzt. Aber ganz genau überlegen, wo ich hin muss und was ich machen kann. So knapp. Gott. Ist eigentlich wurscht. Nein. Kann ich das eigentlich hochheben oder brauche ich dafür was anderes? Kann ich da. Weiß nicht, ob ich hinkomme, aber ich probier's. Also, ich will zuerst. Ich will in das Haus, dass ich da wieder geboren werde, nicht irgendwo anders. Sonst kannst du mich umbringen. Hallo? Jetzt hat er mich jetzt nicht umgebracht. Hä? Die Frage ist, kann ich rechts noch irgendwas machen? Ja, ein Item kann ich mal, glaube ich, holen. Das hole ich mal jetzt noch. Na egal. Kann mich eh hin und her teleportieren. Das ist. Au. Also wurscht. Seine hole ich mal jetzt noch. Ja, das bringt mir ja auch nur eins. Ja, das war nicht da, das ist. Eins drauf, eins rechts, dann da runter, glaube ich. Boah, mir geht das so auf die Nerven, dass ich nichts habe, um mich zu wehren noch. Red Key. Erst, ich mag mich teleportieren. Alles gleichzeitig. Danke. Bird Key. Ich komme aber nicht hin. Das ist der Clou an der ganzen Sache. Schön, dass ich ihn habe, aber ich komme nicht hin. Das Einzige, was ich offen hätte, was ich machen könnte, theoretisch wäre. Dings. Wie heißt das? Wo der Color Dungeon mal ist drin wäre. Und ich krieg. Ja, aber vielleicht muss ich auch Fischen machen. Wer weiß das schon? Die nicht.
ist auf jeden Fall besser, dass ich das mache, als es kommt gar nichts heute. Wieder. Oder halt wieder so spät. Und damit komme ich, glaube ich, sogar in den Dungeon da oben. Das ist halt eine Frage, in welchen soll ich jetzt zuerst gehen? Ich werde das da drinnen zuerst machen. Dann Nummer 2 halt. Und dann gehe ich dort rechts auf die... Ach, geh bitte. Auf die, na? Zu den einen Herz, alles was da normalerweise liegt. Warte, ich brauche nicht rundherum gehen, jetzt. Ich kann ja einfach da durchgehen. Vergesse ich auch immer wieder. Schauen wir mal, ob ich das machen kann. Die Endgegner ist auch geschaffelt, schauen wir mal. Vielleicht kann ich ihn machen, vielleicht kann ich ihn nicht machen. Normalerweise könnte ich ihn nicht ohne Schwert machen. Also der Miniboss ist geschaffelt. Eigentlich ist er geschaffelt. Warum bist du der Einzige, was nicht geschaffelt ist? Ich hab's eingestellt. Ich hab's aber eingestellt, Miniboss schaffeln. Oder zählt er nicht das Miniboss? Weiß ich gar nicht. Dachte eigentlich, der zählt. Das heißt, ich habe jetzt 3 Dungeons, was ich machen kann momentan. Ich weiß nicht, in welchen ich zuerst gehen soll. Ich habe da, glaube ich, sogar einen Schlüssel. Nein, Kompass habe ich dafür. Schlüssel habe ich nicht. Das heißt, ich kann sowieso nur 2 Schatztruhen holen und das war's. Ja, danke, brauche ich zwar nicht, aber naja. Besser als nix, würde ich mal sagen. Tail Cave! Ja. Ich kann nicht schwimmen. Schlüssel für? Was ist der Schlüssel? Und für Turtle Rock. Schauen wir mal, ob man brauchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er da ist. Machen wir jetzt das Fischen, das kann ja überall irgendwas sein. So, ja, ja. Na komm her! Und das ist ein Herzcontainer. War auf jeden Fall nicht unnötig. Herzcontainer ist gut. Ich liebe diesen Random also. Das mag ich gerade auf jeden Fall schon lieber als irgendwas anderes machen.
So, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Das ist die Frage der Frauen. Ja, eigentlich könnte ich... Und die Items, was ich jetzt her habe... Zwei Dungeons machen, was haben wir da? Ah, den brauche ich. Habe ich sonst irgendwas? So. Ich weiß halt nicht, in welchem Dungeon ich zuerst gehen soll. Das ist halt die Frage, was ich... Oh. Eigentlich habe ich Boss-Shuffle eingestellt, aber irgendwie sind ja alle Bosse und Mini-Boss habe ich eigentlich eingestellt. Oh. Warte, du hast die Schuppe, richtig? Komme ich dorthin? Weil dann könnte ich theoretisch das Halsband dort abgeben. Aber was habe ich gekriegt? Schaufel. Schaufel ist auch nicht so schlecht eigentlich. Musik ist nervig. Weil das... Ich glaube, das Halsband braucht man für da, richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Dann schauen wir mal, wenn ich mal einen Dungeon richtig machen kann. Ob ich... Ist es eingeschaltet habe oder nicht? Ernsthaft. So, ich glaube, dass das daher gehört, oder? Hallo? Das ist doch das Letzte, oder nicht? Die Halskette. Also, oder kann die Musik auch mal aufhören, die ist nervig. Feuerstab. Oder kann das mal aufhören? Ja, danke, das ist schon wirklich nervig gewesen. Warte, mag ich jetzt aber schauen, ob doch hier die Halskette gehört. Ja. So, danke mal daran. Verstehe noch nicht, warum das mit dem Mini-Boss irgendwie nicht funktioniert hat. Naja, ist halt so was. Yeah.
Ja, dass man den nicht randomisieren kann, das weiß ich. Wow. Drei. So. Nightmare Key von Catfishmund. Ah, okay, da steht immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 unten. Aber es ist Dungeon 0 eigentlich. Dungeon 0 habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Was ist Dungeon 0? Also was mache ich? Okay. Ja, in welchen... Was mache ich denn jetzt als erstes? Ich habe so viel und gar nichts. Das ist ja das. Warte, war da gerade ein Rubin und? Achso, weil es. Ja, das ist ja zufällig der Rubin gewesen. Ja. Ich glaube, ich würde gern zuerst einmal schauen, welcher Dungeon da oben ist. Und, also, da muss ich ja wieder eine Runde gehen. Gehen wir zuerst mal eine Runde, tun dort graben, sonst vergesse ich das wieder. Also, das geht ja nur mit dem. Oder kann ich das mit der Bombe zerstören? Schauen wir mal. Aufheben, glaube ich, habe ich es nicht können. Kann ich es abbrennen vielleicht? Ja. Unlucky! Auch sehr interessant. Dann halt Friedhof. Und mal schauen, was ich da alles machen kann. So, das Handy hat mir gerade geklaut, dass ich meiner Freundin. Das ist ein Platunnel. Oh. Kann ich nur wow, zwei Checks machen, mehr kann ich nicht tun. Ich habe weder einen Schlüssel noch Pegasus-Kern noch irgendwas anderes. Angler-Dings ist... Okay. Warum steht denn nicht da, welcher Dungeon und Angler Key ist? Das muss ich jetzt auswendig wissen. Ich glaube, das ist 4, oder? Oben, jetzt schon. Ich glaube 4 ist es, oder? Ich mache einfach bei 4x2. Notfall durch das Parkieren das nächste Mal. Ich kann mit dem Bogen eigentlich nichts tun. Nicht viel zumindest. Sagen wir mal so. Aua. Das heißt, das nächste ist so.
Mal schauen, welcher Dungeon das da ist. Da links von mir. Und dann mal die ganzen komischen Sachen abschwimmen. Ganz anstrengenden Sachen machen. Nachdem ich schaue, was das da ist. Was ich machen kann. Und ja, ich weiß, dass ich noch sehr viel zum Graben habe. Zuerst mache ich, mal da alles machen, was ich tun kann. Der ist hier gelaufen sehen. Aber da kann ich hier nichts machen. Das war eh alles, was ich machen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob dort eine Stelle zum Graben ist. Ich schaue mal, ich weiß es gerade nicht. Mehr schauen und falsch sein kann es ja nicht. Mag ich zuerst einmal schauen und dann gehen wir wieder auf unser Abenteuer. War das da? Ich weiß nicht, ob das eine Stelle ist oder nicht. Nee. Schade, hätte sein können. Aber es war keine. Okay, dann hat er. Hm, ich überlege nur, ich weiß eh, was ich noch tun kann, aber ich muss ein bisschen überlegen. Also am gescheitesten ist, dass ich halt nicht, ja, darauf komme ich nur mit Fehlern. Das habe ich schon gemacht, oder? Ich will das sicher sein. Nicht, dass ich irgendwas vergieß. Gibt's ja nicht auf dem Tracker. Ich hab mir schon gedacht, hä, Medizin, was ist denn das schnell? Ey, die Frage ist halt. Ich kann eh viel machen. Ich kann gar nicht so wenig machen. Aber trotzdem ist das viel. Ja, die Brücke ist nicht da, weil ich eher eingestellt habe, dass ich die Quest zum Traden auch eingestellt habe. So gehört das Spiel eigentlich auch gespielt, ne? Eigentlich. Ich glaube, so macht der Randomizer auch ein bisschen mehr Spaß. So, ich schwimme mal eine Runde. Dann gehe ich darauf, hole mir den Teleporter. Ich kann ja auch zum Angler hier reingehen, stimmt. Da war ja auch was. Stimmt. Kann ich das ja auch tun. Ja, wow, Stompik von irgendeinem Tempel.
kann man nicht einstellen, dass nur Key Sanity ist, ohne dass die Kompass überall sind, geht das nicht. Das habe ich nämlich nicht gefunden bei den Einstellungen, aber. Weil das wäre schon eigentlich besser, wenn es nur Key Sanity ist und nicht Kompass auch und so. Das finde ich ein bisschen dumm. Aber naja. So, Teleporter kurz sehen. Falsche Seite. Kann man trotzdem noch immer nicht drauf. Dafür brauche ich ein Schwert. Das ist so dumm. Na, Fluss mache ich ja später. Das hat jetzt auch keinen Sinn, finde ich. Feuer Kickeran. Wie ist das eigentlich? Ist da extra der Schlüssel für Key Cavern im Key Cavern oder ist das gerandom, trotzdem auch gerandom, also wie ist das? Level 2 Bottom Cutter. Schlüssel habe ich keinen, aber. Karte für was anderes. Kann eh nicht so viel machen. Warte, ich kann euch ja gar nicht verbrennen. Das Gale. Das ist das letzte auf der Liste, oder? Gale. Das gibt mir der Statue, glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay. Da komme ich ja nicht weiter. Kann man nicht drüber. Ja. Okay, Nein! Das wollte ich ja wirklich nicht. Ich wollte zuerst das Floß mitmachen. Dann gehen wir halt nochmal hin. Ist ja nicht tragisch. Ist ja nichts passiert. Ist ja in Videoform. Deswegen bin ich ja schnell wieder da. Also V-Farbe zählt das jetzt eigentlich als Item? Das würde mich interessieren. Zählt das als Kiste oder nicht? Kannst du mal markieren? Und die 7. Aber das mache ich mal. Weißt du nicht, ob es zählt oder nicht? Kein Plan. So, das gleich mitmachen. Für Anglertunnel. Das bringt mir noch nix. Na schau, ein Herzteil habe ich ja schon. Anglertunnel bringt mir nix. Also nicht wirklich. Das ist wohl so. Ich mag nicht eine extra Runde im Kreis, wenn das ist. So, das heißt, wir gehen jetzt. Ist da eigentlich ein Atom? Okay.
Ich mag tauchen, weil die gehen mir auf die Nerven. So. Ich mag es so machen, dass es so. Aber die können noch ans Feuer gehen, sehe ich gerade. So. Immer wieder. Warum merke ich, warum kann man es nicht merken? Ich hab ja eh Medizin, wollte ich sagen. Also bitte. Okay, nix. Lass mich einfach durch. Ich hab doch eine Medizin. Ja. Geh bitte. So, jetzt bin ich gespannt, ob es diese mit den random Dings. Warte, das heißt, ich kann ich nicht besiegen. Warum bist du zweimal eigentlich? Da kann ich dich mit dem Bogen besiegen eigentlich? Nein. Kann ich dich mit dem Enterhaken auch besiegen? Okay, das heißt, ich kann da gar nichts machen. Ich wollte es gerandomized haben und nicht überall dasselbe. Das kann ich. Was soll ich denn jetzt tun können? Da war ich schon. Achso, Scale. Das ist aber das Einzige, was ich jetzt machen kann. Sanders fällt mir. Aua, das war. Sanders fällt mir jetzt gar nicht an. Kann. Ich kann nur Skill machen. So dumm. Was habe ich gemacht? Glaub mal, dass ich dafür Skill brauche, oder? Also das sind doch unsichtbare Viecher. Ich muss zum Anglertunnel. Also vier. Was anderes kann ich gar nicht tun. Das ist dumm. Ich glaube, Anger war da oben. Ne? Ich glaube, dass der Sammler war, weil sonst weiß ich jetzt gerade nichts. Ja.
Okay, ich habe einen Schlüssel und das war's. Das kann ich nicht machen. Mit Bus mache ich jetzt was anderes. Also, ich gehe falsch. Mit Bus kann ich zwei Sachen machen. Nein, drei sogar. Aber sonst fällt mir gerade nichts Gutes sagen. Brauche ich nicht. So. Jetzt brauche ich die Stiefel zweimal dann. Zuerst das da. Brauche ich auch nicht. Ja. Baseball hole ich es mir halt. Und momentan brauche ich es halt nicht. Sind das besser. So. Ja, nachdem muss ich überlegen, was ich dann tun kann. Muss ich dann sogar in die Dungeon reinschauen, was ich machen kann. Eagles Tower kann ich aber nichts machen. Nur mit dem Bumerang. Honig gibt mir den Bären, der was im Zoo drauf ist. Das weiß ich. Schwert, oder? Nachdem muss ich halt überlegen, was ich machen kann. So, wo ist der Bär? Ist er da? Da ist der Bär. Hallo. Ja, und du kommst ungünstig rein, weil ich noch immer aufnehme. Ja, kannst du mir eins geben. Muss jetzt schauen, was ich jetzt machen kann. Das geht nicht. Was war oben für ein Dungeon? Boah, muss ich gerade überlegen. Das hier weiß, dass ich aufnehme und komme trotzdem her.
Also gibt das nicht auf. Ich bin so unfähig, das aufzumachen. Aber jetzt kann ich dann... Was war da schon für ein Dungeon? Also bei dir kann ich nichts machen. Vielleicht bei einem Anarchy? Ich überlege ganz stark gerade, was ich machen kann. Level 2 kann ich nichts machen, weil ich keinen Schlüssel habe. Und nichts zum Rüberspringen, das heißt, das kann ich nicht machen. Was war... Ich muss irgendwo was tun können. Irgendwas muss man wieder... nicht im Schädel ist. Was ist das eigentlich jetzt hingestellt? Also das ist alles betrübt genommen, das ist aber schon gemein. Wollt auch noch ein zweites fahren. Gemeiner Freundin. So. Ich weiß das gerade nicht. Das da jetzt kann ich nicht machen, weil ich nicht schwimmen kann. Ja. Weil ich kein Schwert habe. Weil es auch immer der Miniboss ist. Aber naja, ist halt so. Ich muss ja irgendwo was machen können. Kann ich da drinnen was machen? Ich muss da drinnen was machen können. Kann man nicht einmal rauf? Kann da nichts machen. Und durch die Wand schießen kann ich mich ja nicht. Das heißt, in die Tempel kann ich nichts machen.
Jetzt wird es langsam anstrengend. Ich weiß echt schon nicht, was ich machen. Oh, komm. So bekomme ich nicht. Das habe ich schon. Das weiß ich. Das kann ich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe mich doch mal kurz, dass da was hieß. Gut, das nächste Mal weiß ich. Hab nicht gegoogelt, ja? Gut. Schlammkey. Anscheinend. Gut, okay. Das habe ich ja schon. Ja, hätte ich nichts gewusst, hätte ich nachschauen müssen, aber ich habe es ja zufälligerweise selber rausgefunden. Aber ich wollte es mir ja selber schwer machen, also bin ich auch selber schuld. Aber es ist ja... Er muss machbar sein. Ich habe mir auch den Dings runtergeladen, denn... Spoiler-Lock. Falls ich irgendwo nicht weiterkomme. Naja, welchen Dungeon würde ich jetzt gerne sehen? Weiß ich nicht. Nein, es ist irgendwo in Ordnung. Ja, kann ich nichts dafür machen. Jetzt da. Das ist auf jeden Fall eins. Mir kommt passiert dafür, glaube ich, nicht das Gegenstand. Ich weiß es nicht. Habe ich von eins. Ich habe einen Schlüssel von eins. Und mir bringt da mal nichts. Oder nicht viel zumindest. Rot. Ich habe beide. Okay. Das ist cool. Also schon wieder vergessen, dass das nur mit dem geht. Waren schon alle drei Items da? Ich weiß es nicht. Das ist so verwirrend mit den Kistenchecks und dann stimmt das eh meistens nicht. Ich hab keine Ahnung. Schlüssel für Kickerbahn. Schlüssel für ein Glas tun. Das ist jetzt die Frage. Ich müsste das theoretisch machen, ne? Ich habe sonst keine andere Idee, was ich tun kann. Jetzt allerdings schon. Jetzt schaut die Welt ganz anders aus. Aber ich benutze kein Schlüssel für das zumindest. So. Jetzt kann ich ja zwei Sachen gleichzeitig machen. Mache ich das jetzt noch? Wann kommt denn mein Besuch? Weiß ich gar nicht. Hat's nicht gesagt. Das ist schon. Das wird gestartet. Hey, du. Zack, zack. Wir können zwar in die Dungeon reingehen, aber es bringt mir noch nichts. So. So. Sind wir da? Schlüssel für Tattoo. Okay. Habe ich ihn auch nicht gefunden. Na sicher, wie viel habe ich jetzt eigentlich von den 5? Also 5.
Das heißt aber für mich, ich muss eigentlich jetzt zu Angler's Key. Theoretisch würde nichts anderes übrig bleiben. Aber bevor ich zu Angler's Key gehe, da was eh gleich da um die Ecke ist, mag ich die anderen zwei Sachen noch schauen und wissen, was dort ist. Weil ich kann es jetzt machen, also mache ich es auch. Ich verstehe noch nicht, warum der nicht gerandom ist, also das verstehe ich nicht. Es war ein bisschen unfair, dass du nicht gerandom hast, das ist aber mal. Dass er gleich zweimal da ist. Ist auch ein bisschen gemein, aber naja, so ist das Spiel halt. Ach, das war dumm. Da, jetzt finden wir mal raus, was der erste Verneidung da versteckt hat. Der Schlüssel für Face. Dann gehen wir gleich zum zweiten. Hätte ich das andere auch machen können, hätte ich gewusst, dass die sich sehr später kommen oder was weiß ich. Was mit denen ist. Hätte ich das andere auch machen können, ist das groß. Kannst du nicht wissen. So. Auf zum zweiten. Und dann wahrscheinlich Angler-Key, ne? Also nein, ich kann ja auch jetzt andere Sachen. Ich kann es. Andere. Eins. Kann ich dort machen? Kann ich dort noch was machen? Ich kann jetzt zum Eagles Tower gehen. Das kann ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon will, aber... Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon Eagles Tower gehen will. Jetzt überlege ich mal, ob ich in das Tor schon gehen will. Kann, also okay, ich falsch. Ich habe ganz vergessen, dass ich das schon gemacht habe. Von mir ist, ach, das war dumm. So, was hat er für mich? Der zweite. Ja, lass mich mal da durch. Ich bin der Assistent. Ich hab das schon einmal besiegt. So dumm. Da, verarsch mich halt. So, hab was Gescheites von mir. Ja, wow. Ach, dumm. Ja, entweder Anarchie. Also dort, wo die Anglerhöhle ist, dort reingehen. Oder Eagles Tower.
Was ist jetzt die Frage? Was am gescheuersten ist? Ja, what the fuck? Was mache ich? Ich mag nur nicht das Einsammeln, die Musik ist schon so nervig. Und was ist? Ich hab einen Schlüssel für das Tower. Das heißt, ich könnte auch ein bisschen was machen. Oh, ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. Also ich gehe schon wieder falsch, man. Wurscht, ich kann hier auch noch umgehen. Geh ich halt da lang. Das ist so dumm. Also hätte ich gewusst, dass der Besuch später kommt, hätte ich einfach die anderen zwei Sachen gemacht. Wurscht. Macht ja auch mir persönlich Spaß. Aber die anderen zwei LPs, was ich momentan laufen habe, kommen eh noch. Also wollte nur was machen, dass ich sagen kann, wieso ich momentan nichts machen kann. Das war schwierig die letzten vier Tage. Also privat. Da ist die Schleife. Ja, irgendein Beacon, was wo keiner braucht. Karte für Festschein, ja, braucht auch keiner. Du hast da eine Kiste. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Was für mich jetzt am gescheitesten ist zum Gehen. Ich habe nur nicht die Ocarina, das bringt mir nichts. Mit Ocarina könnte ich jetzt Richtung die 8 gehen. Weil habe ich es nicht. So, Bomben. So, dann da. Bei den Kisten habe ich jetzt gelernt, dass man nur eins aufmachen muss und nicht alle. Auch wenn es lustig ist. Ich habe das falsch gemacht. Ups. Bin ich jetzt blöd? Wenn ich so... So... Kann man... Ja, aber es wäre für die Rubine halt besser gewesen, ne? So hätte ich... Gleich die Dings voll. Bei den zweiten Turtle Rock Schlüssel hätte ich schon auch noch gern. Girl. Ja, stimmt, ich wäre gar nicht so Dings kommen und ohne Feder. Stimmt ja. Ich bräuchte Nightmare Key für 4, dann könnte ich 4 beenden. Ich habe ihn für 5. Das habe ich noch nicht gefunden. Das ist halt wirklich dumm.
Schrecklich. Wenn man fast nichts machen kann. Und halt irgendwie irgendwo hingeht. Auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt einen Sinn hat, dass ich daher gehe oder nicht. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, welcher Dungeon das ist. Ne? Ob das so sinnlos ist, weiß ich nicht. Das ist sinnlos, genau, sinnvoll. Ob das so sinnlos ist, weiß ich nicht. Kevin also. Da haben wir Buttercrockle. Da kann ich dort danach warten. Also schon langsam öffnen sich so kleine Wege. Und schon langsam ist es interessant, dass ich. Ich bin erst eine Stunde. Ich spiele erst seit einer Stunde das eigentlich. Das heißt, glaube ich, dass da ja alle Schlüssel ja random sind. Ja, ja. Nochmal, ach ja. Ja, ich muss aber trotzdem zuerst gerade gehen. Boski von Anglertungo. Oh, das wäre der erste Tempel, was ich abschließen kann. Ja, die Frage ist jetzt, öffne ich jetzt zuerst die zwei Tür oder gehe ich tief in den Dungeon rein? Warte, ich habe da 1, 2 Items. Und da habe ich wie viel? 1? 2? Ich glaube, ich habe schon mehr da drüben. Ich bin mir nicht sicher. Also egal, das habe ich schon da angesetzt. Schlüssel für Table Rock, okay. Bombe, dann das. Und das. Okay, ja, Bomben schon gut. Ja, da sind schon mehr Bomben als. Warte, ich kann es ja so machen, stimmt, oder war was? Wieder spare ich mir das Nerviger. Okay, das ist nix. Schade, aber es hätten ja auch gute Items sein können. Da haben wir. Catfish-Mund. Ich glaube, das war schon gut, dass ich so gegangen bin. Ja, es ist immer schwer zum Einschätzen, was in das Spiel gut und was in das Spiel nicht gut ist, ne? Es sind halt jetzt mehr Items, was ich schauen kann. Letter. Warte, war der nicht für Professor Wright? Ist das nicht so? Ich glaub,
glaube schon. Ja, oh ja, sie schreibt den und schaut auf den Brief dann aus wie beim S&P, war das nicht so? Irgendwie so, was weiß ich. Das ist auf jeden Fall weird. Also Plego! Ja, ich habe vergessen, dass das Gewöhnung was ist. Ich weiß nicht, wo ich jetzt mit meinem Kopf war. Ich habe kurz geglaubt, die Dodongo-Schnecken sind. Also ich bin die Dodongo-Schnecken da gewohnt. Und von Turtle Rock. Das heißt, ich könnte, wenn ich Turtle Rock finde, Turtle Rock auch fertig machen. Ohne einen Schlüssel zu verwenden. Könnte ich theoretisch. So, ich gehe jetzt trotzdem daher. So. Das war die richtige Entscheidung, da noch runter zu gehen. Es ist nur die Frage, habe ich das schon aktiviert oder nicht? Ja. Für Small Key, you can open lock the door. Warte, für da? Okay, das heißt, ich brauche noch 1, 2, 3 und Bossschlüssel. Ich will so weggehen, ist nervig. So, dann hole ich mal das eine da drinnen noch. Okay. Das heißt, ich brauche viele Schlüssel dafür noch. Kann das nicht abschließen. Gut. Jetzt bin ich gespannt, ob ich recht habe. Ja, bis sie kommen, so lang wird der Part, weil dann hat der Randomizer nämlich auch einen Sinn. Wenn ich weiß, wann die kommen. Ja? Wir sind um 40 da, oder was? Der Zirkel hilft mir nicht so früh. Ja. Gleich. Das war's. Mir ist das. Können wir auch machen. Aber nein, ich will auch nicht so viel Stress haben. Ja. Sofort. Ein paar Sekunden noch. Lass mich ganz kurz noch was machen. Ja, war das hier die richtige Entscheidung, das auszunehmen, weil alles andere. Jetzt war auch Sinn gemacht, aber trotzdem. Ja, das hoffe ich auch. Und das ist es auch. Das ist gut, dann würde ich sagen, den Dungeon machen wir im nächsten Part. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn unser Besuch weg ist, dann hoffe ich, dass ich die anderen zwei Sachen machen kann. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.